Na gut, der Plan war jetzt sterben, richtig? Warum tut der Gerogon der Vergangenheit mir sowas an? Nimm das mit. Oh, warte mal. Kurz ein bisschen ablenken lassen, das finde ich gut. Ich setz mal hier. Oh, nee. Hier. Den Platz nutzen wir gerade. Ich denke, wenn wir hier Solar Panels hinpappen. Und da drumherum wieder so ein kleines Kästchen an Akkus. Ich laufe jetzt los mit jeder Menge Napalm, 6 Geschützköpfen, 7 Geschützköpfen und 150 Stangen Dynamit. Und versuche damit was anzurichten. Aber ich kann Dynamit nicht so schmeißen, ne? Nee, leider nicht. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Aber ich habe, wie gesagt, gerade gespeichert, also sollte es okay sein. Bau nochmal. Was? Ich hätte gerne auf selber Höhe hier nochmal Ausgang. So, da hinten wollte ich hin. Und zwar, um A-Natur zu bekommen, richtig? Richtig. Vielleicht nicht dann doch lieber eine kleine Basis versuchen und nicht gleich so ein Riesending? Wäre sinnvoller. Aber ehrlich gesagt bin ich total gespannt, wie die große Basis da aussieht. Wir haben ja schon welche gesehen, die hatten die zweite Stufe von diesem Hive-Gleans, dieses Hauptquartierteil. Und auch schon mehrere Brood-Spawner und Türme und was weiß ich. Aber das hier wird nochmal ein Schnacken höher sein. So. Okay, das bringt schon mal gar nichts. Okay, die muss ich jetzt im Wald abhängen und dann versuchen, mit dem Raketen einfach drauf zu halten. So. Okay. Oh. Ist gut, um Bäume zu zerstören, das stimmt schon mal. Aber nach dem Schießen ist man tierisch langsam. Sauberer Treffer. Trotzdem bräuchte man... Lauf. Trotzdem bräuchte man mindestens 5 oder 6 ordentliche Treffer, um das Ding zu zerstören. Komm, bleib irgendwo hängen. Da. Wusch. Komm. Schieß, verdammt. Oh Gott. So, jetzt mit den paar Lebenspunkten zurück zu der Basis und hoffen, dass man nicht gekillt wird von was auch immer. Ja, irgendein Hydralisk schießt schon auf mich, das wird nix. Oh. 3, 4 Hydralisken. Das sind die Sniper-Menschen. So. Bringt gar nichts. Naja, okay. Laden. Da. Also, herausgefunden haben wir, dadurch, dass wir einen Klon irgendwo hingeschickt haben oder so, dass die Queen anfällig ist für Raketenmunition. Allerdings muss man ziemlich häufig draufhalten, um die Queen zu erledigen. Hätten wir allerdings wahrscheinlich, das kann man ausstellen, hätten wir allerdings vielleicht irgendwelche Piercing-Raketen, die man ja auch erforschen könnte. Ich guck gerade mal. Velcro slows enemies. Nein. Was bist du? Let's out 3 exploding robots. Nee. Hätte schwören können, es gibt irgendwie auch so eine Art Panzerbrecher. Das ist einfach nur high explosive. Nö, gibt's leider nicht. Schade. Also müssten wir theoretisch eine Mauer um die Königin bauen und dann eine Minute lang mit dem Raketen einfach auf sie reinhalten, weil es halt einen Timer hat von so und so vielen Sekunden. Das ist jetzt nicht so meine Idee von praktisch. Das heißt, das müssen wir uns anderweitig überlegen. Gib mal Kohle und schmeiß ihn hier rein. So. Also, das ist vom Teller. Ich werde also jetzt irgendeine kleinere Basis suchen und da 1, 2 Erinnerungen rausholen. Wobei ich das gleiche Problem habe. Also, ich werde sie wieder töten müssen. Warte mal, bauen wir Mauerstücke. Ich glaube, ich mauere die echt ein. Also ich werde wieder die Königin töten müssen, was ja ein ganz schönes Unterfangen war. Und wir haben da oben eventuell keinen Wald zum Verstecken. Ja, doch hier. Wow. Alles gut. Das da unten könnte gefährlich werden. Schießt keinen Turm mehr.
ich laufe ja schon nach Hause. Also die ist gegessen. Ich werde warten müssen, bis irgendwo eine Basis in der Nähe wieder spawnt und die angreifen. Und da mitzelt fleißig einer Türme weg, die keine Muni haben. Nicht mal Gegner verschießen. Das ist keine gute Idee. Wo bist du? Ich sehe nichts. Ach, da hinten. Präzisions-Gatling-Gun. Gott. Ist echt schick für sowas. Aber auch nur dafür. So, du brauchst definitiv eine Kiste und... So, eigentlich braucht ihr die anderen Kisten. Die blauen Kisten, die wir noch nicht haben, die bräuchten wir eigentlich. Aber Forschung ist gleich durch, sollte also passen. Ich brauche eine gelbe Kiste irgendwo. Tu die mal hier beim Roboport hin. Und dahin kommen Rohre und Untergrundrohre, damit das da ersetzt werden kann. Miep, 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 miep. Ihr seid so lahm. So verdammt lahm. Aber schaut so gut aus. Ja, das heißt, ich brauche hier keine Kisten hin, sondern ich warte, bis ich die blauen Kisten bauen kann und dann ersetze ich bei allen Sniper-Türmen innerhalb der Basis die normalen Kisten, die schon da sind, durch blaue Kisten und fordere dann halt Sniper-Munition an. Die Sniper-Munition habe ich schon in Bitschön-Kisten eingelagert, richtig? Also rote. Ich gucke. Ja, habe ich. Aber es werden keine hergestellt. Weil kein Kupfer da ist, weil Kupfer problematisch ist. Das hat sich in den paar Minuten seit der letzten Folge nicht wirklich geändert, komischerweise. Also ich laufe mal runter und gucke, ob sich da vielleicht irgendwo irgendwas gestaut hat. Und meine ganzen Tränke würde ich gerne mal loswerden. Schluck, 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 schluck. Ja, du brauchst auch eine Kiste. Grüne Tränke fehlen komplett. Okay, das heißt, ich mache... Wo mache ich die Kiste? Da mache ich die Kiste. Da, da, go. Grüne Tränke fehlen, weil, was fehlt? Eisen oder Kupfer? Kupfer. Grüne Chip-Produktion mal deaktivieren vielleicht? Ja, mach das mal aus. So, zip, zip. Das heißt, es wird kurz noch was zu Draht verarbeitet, aber sobald sich Draht hier staut, sollte es dann hier aufhören und der restliche Kupfer läuft durch. Und es kommt oben endlich mal was an. So, ihr beiden seid schon festbeatet. Müsste aber theoretisch noch schneller gemacht werden. Und ich klaue mir jetzt doch die Grinder hier. Wollte ich ja eigentlich nicht machen. Aber wir haben wesentlich mehr Eisen in unserer Nähe als Kupfer. Das heißt, es wird jetzt so gemacht. So. Und später können wir es mal noch umbauen. Also ich habe jetzt zwei Grinder, die ich dann hier oben hinbacken kann. Und zwar am besten so, dass der Drill hier unten ist. So, Concrete ist fertig, sehr gut. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne nicht das, das braucht hellblaue Tränke. Ich hätte gerne irgendwas, was keine hellblauen braucht. Wie gut seid ihr eigentlich inzwischen? Productivity 4%. Das ist wenig, was fürs Balancing gut ist, aber für Powerzeiten nicht so gut. Also die ignorieren wir erstmal. Charakterlogistik Trash Slots. Das Ding wollte ich mal erforschen, oder? Ich glaube, wir haben da recht viel vorrätig, richtig. DNA wird verballert. Ich hätte gerne einen Drill. Oder zwei eigentlich. So. Und zwar da und irgendwo da. Ich muss nur vorher das hier setzen. So. Drill? Drill. Ja, so. Das denn jeweils in so einreihen. Und von da aus raus auf ein Fließband. Oh, Mist, 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 Mist. Stopp, 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 stopp. Ich hab da was vergessen. Von da aus in Schmelzofen und dann erst auf dem Fließband. Base detected. Wo? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also wir müssen nur die Sniper-Türme da unten beladen, dann können wir sofort hier die Königin pullen und das da zerstören. Die da könnten von der Reichweite fast auch dran sein. Na, mal gucken. Erstmal Schmelzöfen. Hab ich da noch welche? Einer wäre hier.
Da können wir das denn da drauf legen. So, und der ist ein bisschen umständlich jetzt. Was fehlt? Stone Bricks fehlen. One Stone Bricks. Da war Stein. Da waren Stone Bricks. 100 Stück sehe ich da. Du kriegst rote Tränke. Mehr wird nicht hinhauen. Wobei, das sind 80. 108? Das ist zu früh zum Kopfrechnen. Ich schmeiß sie einfach alle rein. So. Und erforscht das ein andermal. Erforscht dafür stattdessen lieber. Piercing Sniper Munition für die Snipertürme? Nee. Combat Robotics? Nee. Charakter Logistik Slots? Ja. Gut. Steinziegel wollte ich holen. Und nebenbei, das sollte ich alles eigentlich abladen in meiner Kiste für die eventuellen Angriffe. Aber ich hatte ja gesagt, hier ist eine Basis, also dauern die Angriffe nicht mehr lange. Und warum habe ich die Kiste da weggemacht? Fragen über Fragen. Her damit. So, bau ein Schmelzofen, danach fehlt Stahl, überall Angriffe. 7 Türme schießen, ich hoffe, das hält sich auch so. Hier wäre weniger. Ist irgendwo irgendwas kaputt gegangen? Die arbeiten alle, also oben wird, wenn was kaputt gegangen sein. Ja, keiner schießt, okay. Ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Präzisions-Gatling-Gun. Wo ist er? Hier war. Hat sich eingegraben. Fieser Möb. Habe ich immer noch Munition für das Sniper-Ding? Nee, ist alles alle. Okay. Ich brauche immer noch Kupfer. Warte, hier ist das doppelt belegt. Warum ist es hier doppelt belegt? Nimm mal das weg. Müsste doch hier irgendwann auf der einen Seite Sniper-Munition kommen. Ja, voll. Gut. Na gut, das Vieh wird irgendwo gestorben sein. Entweder das oder es hat sich eingegraben, was sehr doof wäre. Du warst, glaube ich, meine Kampfkiste. Tu in die Kampfkiste, Kampfzeug. So. Und hier kann das rein, weil ich es gerade nicht brauche. Okay. Jetzt. Kupfer holen, damit ich endlich die Sniper-Munition wieder anschmeißen kann. Und vielleicht... Achso, Stahl wollte ich auch noch abholen, das fehlte auch. So, so. Eisen habe ich gerade auch nicht so viel. Das kommt dann mal hier raus. Ich glaube, wir brauchten unten auch noch Eisen, deswegen nehme ich ein bisschen mehr mit. Hellblaue Tränke herstellen kann ich nicht, weil nicht genug Kupfer dabei ist. Batterien haben wir inzwischen mehr als genug. Das sollte ich auch mal beschränken. 2 Stacks reichen da. Das kann auch beschränkt werden, so, damit das hier nicht alles verballert wird. Hatte alle keine Munition, ja. Und auf beiden Seiten sehe ich wieder die Gatling-Munition und nicht die Sniper-Munition. Das heißt, da ist wieder irgendwo irgendwas schiefgelaufen. Wahrscheinlich direkt bei der Gatling-Munitionsproduktion. Oder bei solchen Kisten wie hier. Dass eine davon falsch gesetzt wurde. Das heißt, das muss alles weg. Weg, 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 weg. Oh, da kommt die Sniper-Munition. Sehr schön. Und damit. Angriff. Ein Turm schießen. Fuck. Aber, so. Tu weg. Tu einen Teil davon einfach weg. Gib mir das Kupfer. Was? Das eine Kupfer. So. Das reicht jetzt hoffentlich, um ein bisschen was herzustellen. Jetzt muss ich wieder nach oben laufen. Schon wieder. Um den einen Gegner zu finden, der gerade meine Türme auffrisst. Wo
ist der nächste? Das hier ist nicht schön. Da. Okay. Du bekommst Sniper-Munition. Damit ist die Sniper-Munition weg. Du bekommst einen neuen Turm. Mit einem Magazinschuss. Warum legst du das nicht rein? Achso, hast du. Okay. Munition, Kupfer abgeben, um Munition herzustellen. Gibt nichts Wichtigeres gerade. Du dahin, tu Kupfer da rein. Alles.